So Leute, es geht in den Urlaub und der Urlaub beginnt genau jetzt. Meine Frau koppelt den Wohnwagen hinten an und dann startet bereits der Urlaub. Vorher war noch ganz viel Räumerei und Organisatorerei. Achtung, jetzt gleich erkennt der Bulli den Wohnwagen. Oder auch nicht. Hä? Hat er den schon erkannt? Keine Ahnung. Jedenfalls geht's gleich los. Achso, der Strom kommt ja gleich erst noch. Also, genau. Es geht gleich erstmal nach Österreich für 2 Tage und dann weiter nach Kroatien. Zack, da hat er erkannt. Gut. Dann auf volle Tour. Also der Urlaub startet, wenn wir mit dem Wohnwagen losgedüst sind, weil das ist dann ein Geschaukele, ja, ach Gottchen, richtig schöne vestibuläre Anregungen hier und man ist eh der langsamste on the road, ja, das heißt, wenn wir gleich auf die Autobahn fahren, klemmen wir uns einfach schön hinter einen feinen LKW, ja, und dann cruisen wir daher, ja, Trucker-Sören, ja, Trucker, aber Sören hört sich eigentlich gar nicht so cool aus, mit Trucker Money oder so. Ja, es ist so ein runder Name, Sören ist, na, egal. Wir düsen mal weiter und halten euch auf dem Laufenden. Bis dann. Jetzt. So, wir fahren auf die Autobahn und was soll ich sagen? Es geht direkt in den Stau. Wie soll es auch anders sein? Natürlich, das gehört doch irgendwie mit dazu, oder? Naja, wir können ganz beruhigt sein. Hier ist immer so eine Stelle, wo ein bisschen Stau ist mit Baustelle. Deswegen. Das wird gleich schon besser werden. Alright, weiter geht's. Ja. Es geht Richtung Österreich und zack, haben wir die Berge schon vor der Tür. Leute, ich habe Höhenangst. Guck mal, was ich mir jetzt geben muss. Ey. Super. So eine Scheiße da. Oh. Okay, ich gucke einfach nur durch die Kamera. Oh Gott. Ah, jetzt rappelt das hier auch noch. Ja, einige denken, ach komm ey, ist ja lächerlich. Ja, ja, bei mir ist alles anders. So, gleich sind wir oben. Schweinekalt ist das hier, das gibt's ja gar nicht. Also wir sind wo bei 1600, glaube ich, losgedüst und kommen auf 2,2 oder so irgendwie. Alter, ist das kalt, ja, Mensch, nur überlegt. Überhaupt was Langes mit. Boah. Also die doppelte Jacke fehlt hier noch. Das ist wirklich kalt. Aber wie heißt es immer, man soll sich warme Gedanken machen? Guck mal. Oh. Das ist doch mal cool, oder? Es ist trotzdem kalt. Also Leute, ohne Scheiß, das kann ja schön hier sein. Aber es ist so brutal kalt, alter Falter. Wo ist die Kamera? Ich habe gar nicht in die Kamera geguckt. Da, hallo. Immer noch kalt. Und da liegt sogar Schnee. Oh, ist das. Habe ich schon mal gesagt, dass kalt ist? Ha. Jetzt habe ich doch glatt meine Badehose vergessen. So ein Mist aber auch. Ja, ganz tolle Badewassertemperaturen hier oben. Ha. Habe ich gerade gebaut. Na okay. Man soll sich ja nicht mit Kunstwerken fremder Leute schmücken. Also es stand hier schon schick und fein rum. Okay, jetzt müssen wir mal runter. Mir ist immer noch kalt. Oh, Leute, wir sind hier tutti completi falsch gelandet. Oh, wo ist dieser verdammte Sessellift nur hin? Meine Beine, die brennen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ach, Gottchen. Ich dachte, ich habe Urlaub. Leute, die Berguralenwohner. Sie haben uns entdeckt und wir haben keine Geschenke dabei. Das macht man doch normalerweise so, oder? Oh oh, jetzt gibt's Ärger. Da. Oh. Hallo, Bergeinwohner. Wir kommen in Frieden. Die verstehen uns doch gar nicht, oder? Mu, mu, mu. Lock sie doch nicht her. Oh, jetzt aber schnell. Guck mal da oben. Da haben sie auch 2 versteckt. Da und da auch. Wo? Drehen. Da. Oh, ein ganz altes Katzi.
lassen wir in Österreich zurück. Tschüss Katze. So, wir machen uns wieder auf den Weg. Es geht ab nach Kroatien. Wir sagen Tschüss zum schönen Österreich mit den schönen Bergen und unserer granatenmäßigen Wanderung gestern. Wir sind übrigens erstmal schön auf der anderen, auf einer falschen Seite des Berges rausgekommen, mussten dann mit dem Taxi zu unserem Auto zurückgefahren werden. So läuft's manchmal. Bis dann, nachher. Ciao, ciao. So, jetzt in Kroatien angekommen. Ja, wo sind wir? Im Pula, Istrien. Vielleicht kennt ihr das ja. So, irgendwie so das direkt so das Erste, was man erreichen kann. Ja, da, dass man nicht sonst wie weit fahren muss da mit den Kiddies. Ja, sehr schön. Ja, wenn man mal ein bisschen schaut. Ja, hinten auch so. Ha, mal gucken, was man alles machen kann. Wir sind vorhin erstmal angekommen, sind ein bisschen... Ah ja, jetzt reicht's mal. Hier drückt es auch. Wir haben, ich glaube, so 27, 28 Grad. Also es hält sich noch im Rahmen für Kroatien. Naja, mal gucken. So, okay, wir müssen mal entspannen, mal so einen kleinen Überblick bekommen. Und dann melde ich mich die nächsten Tage nochmal. Bis dann. Ciao, ciao vom Buchbekloppten aus der Buchbekloppten allerlei. Um Gottes Willen.